ganz viele Unterschiede. Ich würde mal so, ich versuche mal das Größte, und zwar das sind die Fans. Also zum Beispiel beim MMA, wenn du 2-3 Kämpfe verlierst, dann bist du unten durch. Die Fans sind so gemein und die folgen dir dann auch nicht mehr und die sagen dann, du bist der schlechteste Kämpfer der Welt. Sehen wir ja aktuell bei Ronda Rousey, sie ist jetzt bei WWE und ich gucke mir mal wieder so die Kommentare an, wie die Fans einfach ihr nicht verzeihen können, dass sie 2 Kämpfe verloren. Ich meine, klar, da sind noch andere Hintergründe, wie sie sich dann halt abgegeben hat. Aber egal, aber die Fans sind sehr nicht so cool drauf. Im Wrestling zum Beispiel, die sind immer hinter dir. Wenn sie einmal dich geliebt haben, wenn sie einmal sehen, dass du diesen Sport liebst. Zum Beispiel, wenn Nick Hain jetzt diesen Sport tatsächlich machen will oder da reinkommt und die Fans sehen, dass er wirklich alles gibt und nicht nur sich aus seinen Star-Allüren ausruht, sondern wirklich auch Herz dafür zeigt, boah, er wird die Fans seines Lebens haben. Also bei uns gibt es wirklich alte Stars, die halt jetzt nicht mehr in den Ring steigen können, die sind verletzt, die haben irgendwelche Krankheiten, die Fans sammeln Geld für den. Die Fans machen alles möglich, damit es dieser Person gut geht und dafür liebe ich die Fans. Dafür muss ich aber wiederum sagen, Backstage sind die Wrestler untereinander sehr, ja, also nicht so unterstützend. Dafür ist es beim MMA anders. Also beim MMA zum Beispiel, da habe ich so viele Leute, die sagen, hey, du kämpfst, du bereitest dich auf den Kampf vor, lass uns trainieren gehen. Und die unterstützen dich und die freuen sich, wenn du Erfolg hast. Also das ist so für mich persönlich so der größte Unterschied, wo ich mir denke, wow, wie kann denn das sein? Der eine Sport ist ja real, also MMA ist ja ein echter Sport, aber die Kämpfer selber sind da viel mehr unterstützend als beim anderen Sport. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Wrestling der härteste Sport der Welt ist. Weil bei uns zum Beispiel, wir haben ja ein Skript. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich verletzt und es dir auch vorgekommen, deine Nase ist gebrochen, dein Kiefer ist gebrochen oder dein Bein ist gebrochen, dann hörst du nicht einfach auf. Du musst dich ja weiter ans Skript halten. Und beim MMA ist halt fertig. Wenn du zu viel blutest oder halt dir irgendwas gebrochen hast, ist Feierabend. Und bei uns halt nicht. Also ins MMA konnte ich Gott sei Dank bringen meine Ringerfahrung. Das heißt, ich war da nicht mehr so mega nervös vor meinem Kampf. Was gut und schlecht war, einerseits konnte mein Körper, weil ich mache ja 18 Jahre Wrestling schon, mein Körper konnte sich jetzt nicht darauf einstellen, du kriegst jetzt gleich echt eine ab. Und als ich meinen allerersten Kampf hatte, bin ich halt zu locker reingegangen. Also ich habe dann irgendwie noch alle Zuschauer gesehen, habe dann noch ein bisschen gewunken, ich habe denen gehört und da gehört. Und dann habe ich den ersten Schlag abbekommen und ich so, oh mein Gott, und mein Körper auf einmal Alarm. Und vom MMA zum Wrestling habe ich halt mein ganzes Moveset jetzt reingebracht. Ich mache zum Beispiel dieses Ground and Pound. Ich mache so Aufgabegriffe und das habe ich halt von MMA zum Wrestling gebracht. Und witzigerweise, ich werde nicht als die Wrestlerin bezeichnet, die ja schon 18 Jahre Wrestling macht, sondern als die MMA-Kämpferin. Also ist ein bisschen witzig. Ah, okay, Japan zur restlichen Welt ist dahin anders, die Japaner sehen Wrestling mehr ernst. Also da bist du auch richtig ein Held. Also wenn du da in den Ring steigst, bist du total anersehen. Die Leute verbeugen sich vor dir und du bist halt, wie gesagt, ein Name da. Und die werden dich auch danach unterstützen. Das heißt zum Beispiel Frauenwrestler, es gibt reine Frauenwrestling-Promotion da, wo auch wirklich Tausende von Fans kommen. Und wenn die Mädels zum Beispiel da nicht mehr weiter wrestlen können, dann machen die meistens eine Bar auf. Und dann kommen die ganzen Wrestling-Fans dahin und unterstützen halt die Wrestlerin da. Was in Deutschland zum Beispiel, glaube ich, nie möglich wäre. Oder in Amerika halt nicht. In Amerika werden halt die Leute dann anders, also die Wrestler anders, weiter durch Autogrammstunden oder so eine Sache. Und Amerika ist halt sehr showlastig. Das heißt, umso mehr du auffällst, umso mehr du Show machst, umso mehr du was Außergewöhnliches bieten kannst, umso erfolgreicher kannst du da drüben werden, würde ich jetzt mal so sagen. MMA ist in Deutschland nicht so anerkannt und Massencomedy, weil die Leute denken, es ist zu brutal. Ich meine ganz ehrlich, da gehen 2 Menschen in den Käfig für den Außenstehenden und verprügeln sich ohne Sinn und Verstand. Was ja nicht wahr ist, da ist ja ein Sinn und Verstand dahinter. Und die Leute, die da trainieren, die geben ihr ganzes Herz und ihr ganzes, da ist halt so viel mehr dahinter. Und ich wünschte halt, dass wirklich die Deutschen ein bisschen offener dafür sind. Aber leider sind wir Deutschen ja ein bisschen so nach Sicherheit aus. Das heißt, wie, du machst diesen Kampfsport, was ist, wenn du dich verletzt, dann hast du keine Versicherung, ja und so. Und das muss ich mir zum Beispiel immer anhören, wo ich mir denke, wir sterben alle so oder so. Und ich denke auch so, zum Beispiel, wenn jetzt einer sein ganzes Leben lang Fliesenleger ist, dann sind seine Knie kaputt, sein Rücken ist kaputt. Wenn ich jetzt MMA-Fighter bin, dann wird genau dasselbe mir vielleicht kaputt sein. Meine Knie und mein Rücken, mein Nacken vielleicht auch. Aber ich habe dann was bewegt. Also ich sehe sehr oft, dass mir Leute schreiben, die sagen, wow, wegen dir habe ich das überwunden oder dieses überwunden. Ich kenne eine Frau, die hat so eine schwere Krankheit, sie ist sehr oft im Krankenhaus und sie hat halt ein Bild neben ihrem Bett von mir. Und immer guckt sie drauf und sagt dann, wow, ich bin stark, weil du stark bist. Und ich
für mich persönlich, ich will halt was bewegen in der Welt. Und wenn ich nur einem Menschen die Hoffnung geben kann, sich zu bessern, weißt du, dann habe ich ja schon meinen Teil für mich erlegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, einen 8-Stunden-Job zu haben. Ich glaube, da ist der Deutsche noch ein bisschen versteift. Aber wir müssen weiter dran arbeiten. Wir müssen halt einfach auch dafür sorgen, dass der Sport einen guten Ruf hat. Das heißt, die Schulen müssen gut sein. Es muss wirklich dafür gesorgt werden, dass die Leute Disziplin und Respekt haben, dass sie, wenn zum Beispiel die Schüler auf die Straße gehen, sich da nicht rumprügeln. Aber Gott sei Dank kenne ich so einen Fall noch nicht. Und dementsprechend sind wir auf einem guten Weg. Den Vertrag schon in der Hand. Ich habe den sogar schon unterschrieben, weil er liegt bei mir zu Hause. Ich bin dann rüber nach Amerika, hatte dann auch noch ein paar extra Matches. Und dann kam halt diese erschütternde Diagnose. Und ich habe schon die ganze Zeit immer Schmerzen gehabt, muss man auch dazu sagen. Aber ich dachte immer, ich bin Wrestler, natürlich tut mir mein Körper weh. Habe mir dabei nichts gedacht. Ja, und dann kam halt die Diagnose. Sagen wir mal so, ich bin noch in Kontakt mit denen. Ich war ja jetzt dann beim Tryout anwesend und durfte da ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ja, also WWE hat viel mit Deutschland vor. Die haben ihre Fühler ausgestreckt und es wird auf jeden Fall noch was von mir zu hören geben. Meine Dating-Show, bei der ich mitgemacht habe, wird jetzt online, also im Fernsehen kommen auf RTL, Take Me Out. Da habe ich nur just for fun mitgemacht. Ich habe noch ein richtig cooles Schulprojekt. Eine Realschule hat mich angeschrieben und die möchten als Testversion einen Wrestling-Unterricht geben. Was ich auch finde, ist ein riesengroßer Fortschritt in der Deutschland Wrestling-Welt, weil früher hieß es immer, oh, Wrestling so brutal, und jetzt ist tatsächlich eine Realschule, also eine echte Schule, die daran Interesse hat, dass ich den Leuten, nicht Wrestling im Generellen, ich meine, das kann man ja den Kindern nicht beibringen, aber Disziplin, Respekt, Teamgeist, ich werde halt die ganzen guten Werte, die dieser Sport mit sich bringt, den Leuten hoffentlich beibringen können. Ja, leider, wie gesagt, bin ich ja verletzt gewesen. 2018 hatte ich meine Nackenoperation. Aber ich bin definitiv noch interessiert an den Kampf. Jetzt kämpft Gabby am 31.12., glaube ich, bei der New Year Show von Ryzen wieder. Da bin ich mal gespannt. Wenn sie nach wie vor unbesiegt wird, dann werde ich das wieder angehen. Ich will Gabby Garcia besiegen, alleine aus Ehre. Ich will in den Ring gehen und selbst wenn ich total auf die Nuss bekomme, ich muss das einfach mal, weil ich habe es angefangen. Ich bin in den Ring, ich habe sie herausgefordert. Ich werde nicht zurückstreiten. Liebe Gib ihm, Freunde, ich bin Alex und da sind zwei Buttons, die ihr drücken müsst. Like und Teilen. Das ist ganz hervorragend, wenn ihr das für uns macht. Und vor allem da den Abo-Button, der ist der aller wichtigste. Den da drücken, denn nur dann verpasst ihr kein Video und wir sind weiter in der Lage, für euch diese Videos herzustellen.